Woche präsentiert von AVD und wir haben euch etwas ganz, ganz Schwieriges rausgesucht und wollen das jetzt aufklären mit Moritz Reiter. Ich grüße dich. Servus Stacki, schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Ja, dein zweites Mal schon. Wieder wird's schwierig. Wir können direkt mal auf die Szene eingehen. Bodie Hume geht zum Dreier hoch, Len Schormann fault ihn dabei, alles kurz vor Schluss. Was hast du erlebt? Ja, was habe ich erlebt? Also erstmal so wie du sagst, enges Spiel, Schlussphase, Crunchtime, jede Entscheidung zählt und da spürt man natürlich einen gewissen Druck, der in der Situation dann da ist. Was habe ich dann erlebt auf dem Feld? Wie man hier eigentlich auch ganz gut sieht, ich habe eine gute Position als Trailschiedsrichter, ich sehe gut die Lücke zwischen den Spielern. Und nehme den Wurf wahr von dem Göttinger Spieler, auch mit Abstand des Verteidigers. Ja, also processing the play, sagen wir so schön. Wir müssen gucken, wo fängt das Play an, wie sind die Spieler situiert, wie viel Abstand ist zwischen den Spielern. Hier war ein gewisser Abstand zwischen den Spielern und natürlich ist der Verteidiger auch sensibilisiert, das Foul nicht zu machen, ja, das Foul zu vermeiden. Ich sehe keine große Sprungbewegung des Verteidigers nach vorne, also in Richtung des Angreifers in den Zylinder, potenziell in den Zylinder des Angreifers rein, sondern nehme eben wahr, dass der eher seitlich an dem Angreifer vorbeispringt. Das ist die Wahrnehmung, die ich hatte, bis es dann zu dem Kontakt kommt, der am rechten Fuß, am rechten Bein des Werfers dann stattfindet. Und hier stellt sich dann eben die Frage, wie ist der zu bewerten? Wer initiiert den Kontakt? Wer ist verantwortlich für den Kontakt? Und in diesem konkreten Fall habe ich mich dazu entschieden oder war meine Wahrnehmung so, dass eben der Kontakt initiiert wird von dem Angreifer. Ja, der rechte Fuß, das rechte Bein, das eben nach vorne geht und den Verteidiger trifft, der eigentlich, wenn man sich das anschaut, nicht in Richtung des Verteidigers springt, sondern in Richtung Kampfgericht vor dem Angreifer vorbeispringt. Ja, und der Kontakt wird dann ausgelöst durch die Bewegung des Beins des Werfers. Es wurde heiß diskutiert unter dem Beitrag. Ich habe auch ein paar private Zuschriften bekommen und da wurde immer wieder gesagt, warum soll das denn ein technisches Foul sein? Jetzt habe ich schon in dieser Saison gesehen, dass es durchaus technische Fouls gibt, wenn gekickt wird. Wie ist da die Regel und warum hast du die hier in dem Fall nicht angewendet? Also da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gibt für mich ein und oder ein oder. Also zu sagen, technisches Foul bei Kicking Leg des Angreifers gibt es nicht, das wäre falsch. Ja, genauso wäre es falsch zu sagen, es muss immer ein technisches Foul gepfiffen werden. Ja, was sind die Kriterien, die wir hier heranziehen? Das technische Foul wird immer dann angewandt und sanktioniert, wenn wir das Gefühl haben oder den Eindruck haben, dass halt eben der Angriffsspieler in dem Moment, der ja den Kontakt auslöst, uns quasi in eine Situation bringen will, die Situation schwieriger zu machen, als sie eigentlich ist und quasi irgendwas vorzuspielen oder was zu kreieren, was eigentlich per se gar nicht da ist. Ja, dann sind wir eher in der Kategorie technisches Foul in Richtung Flopping, Faking. Ja, mit einer Verwarnung beziehungsweise dann im technischen Foul im Wiederholungsfall. Wir sind dann bei Foul, wenn es eben A, einen Kontakt gibt und B, der Verteidiger auch eine gewisse Beeinträchtigung erleidet. Ja, das sind so die zwei Kriterien. Und zwischen A und B musste ich mich in der Kürze der Zeit dann entscheiden, was es für mich ist und wo ich es einkategorisiere und wie ich dann halt eben auch administriere. Also wir halten fest erstmal, es war kein Offensivfoul, es war ein Foul des werfenden Spielers, es war Len Schormann, der gefoult wurde, es war wegen Teamfouls dann zwei Freiwürfe und es war kein technisches Foul. Jetzt habe ich aber noch eine Spezialfrage für dich, denn es ist ja sehr, sehr knifflig in dem Moment, ob das ein Offensivfoul ist oder ob das ein Loose Ball Foul ist, denn Bodie Hume geht hoch, wirft das Ding und während des Wurfes passiert ja am Schluss dann genau das Foul. Jetzt meine Frage, warum habt ihr euch das nicht im IRS nochmal angeschaut? Denn ich glaube, es ist nicht ganz 100% klar in der Kürze der Situation, ich hätte es zumindest nicht entscheiden können, dass der Ball die Hand schon verlassen hat, was ja dann am Schluss das Kriterium ist, oder? Ja, also genau, die dritte Dimension hast du jetzt ins Spiel gebracht. Also nicht nur, dass wir entscheiden müssen, ist es, was ist es denn? Wer initiiert den Kontakt? Ist es Angreifer oder Verteidiger? Wenn es der Angreifer ist, ist es dann ja Flopping, Faking oder Foul. Sondern jetzt kommt noch diese dritte Dimension ins Spiel. Naja, in welchem Zustand ist der Spieler? Also ist es Offensivfoul oder ist es halt eben ein persönliches Foul dann nicht mehr von der ballführenden Mannschaft? Offensivfoul wäre es in dem Falle, wenn der Ball noch auf der Hand gewesen wäre.
Persönliches Foul, Loose Ball Foul, auch wenn du hast den Begriff verwendet, den finden wir in den Regeln nicht, aber es drückt es aus, dass halt eben Ballbesitz nicht mehr bei dem Spieler war, bei der Mannschaft war, und damit ist es dann halt eben kein Offensivfoul mehr. Und wenn man in den Teamfouls dann schon ist, was die Mannschaft hier gewesen ist, dann hat es halt eben zur Folge, dass das Foul dann mit zwei Freiwürfen auf der anderen Seite bestraft wird. Okay. Also Review, du hattest mich auf Review angesprochen. Wir können reviewen in den letzten 2 Minuten ausschließlich Offensivfoul, Defensivfoul, abseits des Balles, abseits des Wurfs. Hier sind wir in der Situation, wo das Foul ja am Werfer quasi oder vom Werfer initiiert wird. Das heißt, wir sind hier nicht in einer IRS-fähigen Situation. Und deswegen ist der Review, egal ob von uns Schiedsrichtern initiiert oder durch Coaches Challenge, in dieser Situation nicht möglich. Ach, krass. Okay, weil das wäre ja absolut spielentscheidend, ob Bodie Hume den Ball noch in der Hand hat oder ob er ihn schon geworfen hat. Du hast es übrigens richtig entschieden in der Kürze der Zeit. Wenn wir das Standbild anschauen, dann sehen wir sehr genau, dass der Ball die Hand schon verlassen hat, bevor der Kontakt unten mit dem Fuß entsteht. Aber das wäre so eine Situation gewesen, wo ich gesagt hätte, das muss man sich nochmal angucken. Aber wenn es natürlich im Regelwerk nicht vorhanden ist, dann kann man das auch nicht machen. Ja, also das werden wir natürlich auch trainiert, ne, Stacki. Das mag für den Außenstehenden dann schwierig sein. In der Komplexität, auf was man alles achten muss, ist es dann auch schwierig. Aber dass der Ball die Hand verlassen hatte im Zeitpunkt des Kontakts, war für mich auf dem Feld sehr klar. Deswegen auch keine Interaktion mehr zu den Kollegen, die ja manchmal dann auch nochmal einen guten Input liefern können, weil sie halt eben nicht in diesem Stress von ist es der Angreifer, ist es der Verteidiger, ist es Flop, ist es Foul, dann einfach einen entspannteren Blick auf die Situation haben. Aber da gab es keinen Zweifel, und auch hinterher die Kommunikation, die dann stattfand, war eher die Verwirrung, warum also jeder in der Halle dachte, es ist ein Foul am Werfer, und das halt eben aufzulösen und zu sagen, nein, es ist kein Foul am Werfer, sondern vom ehemaligen Werfer oder von der ehemaligen Ballbesitz befindlichen Mannschaft, das war dann eher die Kommunikation, die folgte, und nicht so sehr die Unsicherheit über den Status des Balls und welche Strafe dann halt eben für das Foul auch auszusprechen ist. Knifflige Situation, sehr genaue Beschreibung davon, weshalb ihr wie entschieden habt. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich habe zu danken und viel Spaß bei den letzten Spielen in der Hauptrunde. Das wünschen wir euch natürlich, und wenn euch was auffällt, immer gerne schreiben. Bis zum nächsten Pfiff der Woche, präsentiert von AVD. Ciao, ciao, bleibt sportlich.